Also jeder Agent hat ca. 80 Schauspieler, wir finden für sie Rollen, handeln die Verträge aus und begleiten sie auf ihrem Karriereweg. Dafür kriegen wir 10% ihrer Gage. Kein Drehbuch, kein Film, keine Finanzierung, keine Schauspieler, kein Geld, keine Assistenten. Es ist eine Industrie und es ist ein Haifischbecken. Hier heißt es einfach nur fressen oder gefressen werden. Kann ich dich anrufen, egal an welchem Tag, egal welche Zeit, um irgendwas für irgendwen zu tun? Super. Gabriel, was ist mit Cécile de France und Tarantino? Es läuft gar nicht mehr, weil sie anscheinend zu alt ist für die Rolle. Cécile? Ich kann sie nicht anlügen. Cécile ist halt Cécile. Ja, ich mag sie sehr, sie... Was bringt's mir, wenn du 10% von mir kriegst und dich nicht für mich einsetzt? Welcher Idiot von euch hat das mit Cécile verkackt? Wo steckt der Maulwurf? Oh, Scheiße. Hallo? Strecken und Füße hoch. Und jetzt du. Oh, Schätzchen. Ich dachte, du kannst gut reiten, Cécile. Ah ja, nein, aber ich... natürlich. Die fiese Mutter und die unerträgliche Tochter. Sie ist überhaupt nicht unerträglich. Meine Mutter ist nicht fies. Wenn ich mich nicht mit meiner Mutter anlegen kann, mit wem dann sonst? Ich will nur noch gehen. Trotzdem ist der Film gestorben. Jetzt hör doch auf. Ein Film ist niemals gestorben. Hallo, Françoise. Hier ist Andrea Martel. Hier ist Andrea Martel. Tag, Françoise. Hier ist Andrea Martel. Oh, Scheiße! Ich hasse dich! Andrea, wir können uns nicht erlauben, diesen Film zu verlieren. Wenn in 24 Stunden nichts passiert, greife ich ein. Ihr seid meine Familie. Ihr und die Schauspieler.